Das Spiel, was ein Hut so alles kann. Wir zeigen ebenfalls ein paar Variationen. Die erste Variation beginnt mit einem konkreten Hut, so dass jedes Kind das Fühlen ausprobieren kann. Zweite Variante. Der Hut wird verwandelt. Das Kind kann nun den Hut in den Gegenstand oder in das Spiel verwandeln, das ihm Spaß macht. Wichtig ist, dass ein Übergang stattfindet von einem Gegenstand in den anderen. Das Kind muss den Hut so nehmen, mit dem Fantasiegegenstand, als der ihm angeboten wird, und verwandelt ihn in einen eigenen. Nun spielen wir das Gleiche rückwärts. Und nun die letzte Variante. Ich lege den Hut beiseite. Und nun brauchen wir keinen physischen Gegenstand mehr. Jedes Kind überlegt sich einen Fantasiegegenstand, spielt den so aus, dass der Nachfolger sehen kann, welcher Gegenstand gemeint ist, übergibt diesen Gegenstand und der neue Spieler darf den so verwandeln, wie er ihn möchte und gibt ihn in dieser verwandelten Form an den nächsten weiter.
Ja.